So, meine lieben Freunde, ich muss gleich auf Arbeit und dachte mir trotzdem, du hast ja noch eine halbe Stunde Zeit. Nimmst du noch eine Folge auf? Ich habe jetzt Bock. Ich dachte, geil, jetzt gehst du in Outlast gleich raus, in die freie Wildbahn. Und das wollte ich unbedingt heute noch ein bisschen spielen. So eine Viertelstunde, 20 Minuten wird die Folge jetzt gehen. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier draußen Wunderschönes erleben werden. Weil es ist schon... Da ist jemand mit einer Taschenlampe. Und die Tür ist zu. Man sieht hier wirklich nur... Warte, man sieht hier einen... Was ist das denn? Da oben! Holy crap! Alter, was zur Hölle? Oh fuck, ich muss das Spiel unbedingt leiser drehen, das ist ja unaushaltbar. Was für eine krass gruselige Szene. Oh, ich erschrecke ja schon bei dem bisschen Donner hier. Also Freunde, jetzt mal ganz kurz nochmal dazwischen gesprochen, ne? Ist Outlast 2 mal ein absoluter Witz gegen dieses Spiel? Also was den Grusel- und Horrorfaktor angeht? Für alle, die neu dabei sind gerade, falls jemand Neues dabei ist. Ich habe Outlast 2 auch auf dem Kanal durchgespielt. Ihr könnt gerne mal auch bei Outlast 2 mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Das ist wirklich nicht so... Es ist ekliger. Es ist nicht so gruselig und dafür ein bisschen noch ekliger. Vom Splattergrad her vielleicht noch ein bisschen härter. Aber ansonsten vom reinen Grusel her nicht halb so schlimm. Weil es ist ja schon übel dunkel. How alive are you? So. Ach, das sind immer schöne Szenen, wenn man mal kurz runterkommen kann und ein Dokument liest. Ich kenne nicht mal einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser... Hier ist auch zu. Ob dieser Brief wirklich an uns gerichtet war. Moin! Die ganzen... Alter. Das sieht so übel aus mit der Nachtsichtkamera. Auch diese Schritte in dem Hof hier. Meine Fresse, ist das gruselig. Versuch bloß den... Ich versuche nur gerade die ganze Zeit zu sprechen, um mich ein bisschen... Oh fuck. Hat mich jetzt jemand gesehen? Hier, komm mal rein. Eine Batterie. Ein Schlüssel für den Wartungsschuppen. Ich will hier nicht mehr raus, ne? Ich will hier gerade überhaupt nicht mehr raus, ganz ehrlich. Ey, die Sounds, ne? Ich weiß nicht, ob es im Video auch so pervers rüberkommt wie... mich gerade. Oh! Hier ist irgendwas. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ey, Alter, ich hab gerade echt ein bisschen...
Heilige Scheiße. Da ist der Wartungsschuppen. Okay, rein hier, rein hier, rein hier und zu. Safe Platz. Oh fuck, warum ist denn das hier so groß? Ah, 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 ah! Wow! Wow, 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 wow. Oh, nicht cool, nicht cool! Fuck it! Was war das denn? Heilige Scheiße. Was war denn das? Sah aus wie jemand da auf uns zurennt. Es könnte auch ein Geist oder irgendwie sowas gewesen sein. Ey, wenn es jetzt noch mit Geistern und so einem Scheiß losgeht. Geh mir weg. Echt. Okay, hier geht's wieder raus. Also ich habe es mir hier draußen ja schon so ein bisschen schlimm vorgestellt, aber da die Weitsicht so derartig eingeschränkt ist, macht es wirklich gerade wenig Freude, hier lang zu gehen. Schon wieder eine Batterie alle, ich fasse es nicht. Schon. Es sieht pervers aus, das Spiel. Es ist grafisch toll. Es ist schon echt eins der besten Horrorspiele, die man so neben Amnesia, was ich unbedingt auch irgendwann nochmal durchspielen möchte. Amnesia habe ich schon durch, aber das wäre nochmal so ein Game. Da hätte ich voll Bock, das zu let's playen nochmal. Kann ich den hier runterschubsen? Da sitzt du hier einfach auf dem Dach. Okay. Oh fuck, den Sprung werde ich 100 pro vielleicht verkacken, obwohl, nee, hat geklappt. Man sieht ohne der Kamera einfach nichts. Sich ja wahrscheinlich lang balancieren, ja, okay. Das war jetzt ein bisschen bescheuert. Ich glaube, wir sind nur gestorben, weil wir... Ah, gut. Jetzt bleibe ich bei der Szene mal. Jetzt gucke ich einfach mal hin, Freunde. Jetzt gucke ich einfach mal hin und lass den auf mich zukommen. Okay. Passiert nichts. Ich dachte schon, der kann uns töten oder irgendwie so. Aber es scheint, als wäre wirklich nur ein Geist. So, stecken wir noch die Batterie ein. Und dann probieren wir, den Parcours nochmal zu überwinden. So. Runter. So.
Jetzt sparen wir natürlich immens viel Batterie ein, weil wir hier... das Ganze viel schneller erledigen. Ah, da sitzt wieder einer. Gut. Ausgezeichnet. Ach, der ist tot. Ach, da hoch muss ich wohl. Freunde. Outlast 1. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Folgen das jetzt eigentlich werden. Ich habe auch überhaupt kein Gefühl dafür, ob wir denn langsam ans Ende kommen oder wie weit wir im Spiel mittlerweile sind. Es hat auf jeden Fall irgendwas geladen. Holy shit. Muss denn alles zu sein? Ja, den habe ich auch gesehen. Was hat er gerade gesagt? Woher wissen Sie, dass Sie kein Patient sind? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre natürlich ein krasser Twist, wenn man eigentlich ein Geisteskranker wäre, der hier mit einer Kamera rumirrt. Oh fuck. Freunde, ich finde für dieses Spiel mittlerweile einfach keine Worte mehr. Und ich finde die Szene ja gerade so ekelhaft. Man ist so orientierungslos. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Shit. Ich versteck mich mal kurz hier. Alter Schwede, ich weiß wieder, wo ich hin muss. Der ist nah. Der ist fucking nah. Ich gehe jetzt einfach weiter, Freunde. Obwohl ich mich sehr unwohl dabei fühle. Aber hier ist auf jeden Fall irgendjemand. Der hat doch die Ketten, oder? Ich würde den echt gerne mal sehen. Wir warten mal noch. Man sieht ihn einfach nicht. Man hört ihn nur. Schnell die Batterie wechseln. Aua! Okay. Speicherpunkt und ein noch dunklerer Bereich. What the? Man sieht ja mittlerweile gar nichts mehr. Man kann sich nur irgendwie an den Rändern lang bewegen. Obwohl, warte. Ah! Scheiße! Fuck, 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 fuck. Wo muss ich denn lang? Oh, ich hab keinen Bock mehr.
Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Man hat null Orientierung. Ich glaube, ich muss da lang, wo der Typ uns entgegenkam. Ich glaube, da muss ich lang, in diesen hellen Gang rein. Da ist er, da ist er. Er geht gerade zurück. Okay. Bloß nicht rennen. Ich glaube, das hören die. Okay, geschafft, 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 geschafft. Oh. Finde Vater Martin in der Frauenstation. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das ist doch das perfekte Ende für Folge Nummer 10 von Outlast 1. Was für eine spannende Folge. Also draußen und Regen und dann noch solche Typen, die einen verfolgen, ist nochmal ein Level drauf. Muss ich schon sagen. Aber jetzt gerade das Missionsziel ist klar, Freunde. Das haben wir jetzt schon seit 3-4 Folgen eigentlich, dass wir diesen Typen suchen, der uns ganz normal vorkam und auch gegen den Doktor war und gegen die Sachen, die hier passiert sind, angeblich. Ich vertraue mittlerweile keinem mehr, auch nicht diesem komischen Vater Martin, den wir jetzt gleich treffen werden. Vielleicht, mal sehen, Freunde. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir ihn finden. Mal sehen, was da so rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Einschalten hier bei dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns wieder in Folge 11 mit Outlast. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.